Moin Moin und willkommen zu einem weiteren Stream-Mitschnitt von 7 Days to Die Alpha 20. Mittlerweile Tag 65, der Blutmond lief ja hervorragend. Oh Gott, jetzt bin ich schon reingerannt, ich wollte es kurz erklären, was ich getan habe. Wir haben Tag 64 genutzt, um die Hordefalle eigentlich komplett zu reparieren und ich habe eine Menge auf Stahl aufgewertet und habe angefangen, unser Wohnzimmer weiter zu gestalten. Wir haben jetzt den großen Teppich, wo das Sofa drauf steht. Umrum schicker Holzboden, den werden wir wahrscheinlich aber auch hier durch den gesamten offenen Raum durchziehen. Mir ist die Farbe nur ausgegangen. Deswegen sieht es gerade so farbstückelt aus. Das siehst du doch jetzt schon mal. Erstklassig. Dafür, dass wir in einer absoluten Zombie-Apokalypse hier leben, finde ich, ist das annehmbar. Joa. Vor allem, ich könnte hinten die Fenster mal fertig machen, dann haben wir hier sogar alle Fenster fertig. So. Achso, und es ist das eingetreten, wovor ich am meisten Angst hatte, tatsächlich. Deine Munition ist leer. Nein! Ich hab eine Shotgun-Kiste gemacht. Weil wir so viel Shotgun-Kisten, Munition haben? Es kollidiert mittlerweile komplett, ja. Oh. So, Fenster, fertig. Geil. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie zusehen, dass wir die, ja. Ja, die Kisten die Löcher vernünftig. Ja, die Löcher vernünftig stopfen. Ja, ich habe einen einfach dicht gebaut, habe ich auch schon gemacht. So, Farbe, warte, was brauche ich dafür? Chrysanthemen und trübes Wasser, wow. Ich glaube, Chrysanthemen habe ich unten in der Kiste. Ja, ich stoße uns mal ein bisschen Farbe an. Oh, ich bin sehr hungrig. Ja, gut. Es liegt ein toter Wolf im Beet, falls du so frisches Essen brauchst. Nee, so frisch brauche ich es jetzt nicht, aber ich kann es gerne ausnehmen. Oh, ich habe hier Chrysanthemen, genau. Aber würde ich jetzt, wenn ich schon mal so frech bin, Chrysanthemen verbrauche, auch direkt neue anbauen. Das heißt, wir machen einmal Ernte. Wo hast du denn hingelegt? In welches Feld? Hier an den, an den Kartoffeln liegt er. Hast du den Leuten eigentlich schon den neuen Zaun gezeigt? Wird den nicht in irgendeiner Aufnahme gemacht? Den habe ich geschustert. Aber ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war oder außerhalb der Aufnahme. Im schlimmsten Fall sehen sie gleich ihn nochmal. Ich zeige euch gleich nochmal den Zaun, den der Striker zusammengeferkelt hat. Benötige allerdings erstmal noch 19 Samen. Fertigen. So. Wir haben mittlerweile einen schicken Zaun ums Grundstück. Hier, nicht ums Grundstück, sondern ums Beet. Deswegen, ob wir den nochmal weiß anmalen, aber sonst. Und geil. Abstimmung. Oh, Angriffsabstimmung. Jo. Zufälliger harter Angriff 3. Was ist das für eine Bezeichnung? Keine Ahnung. So, geht auch gleich los in die Action. Ich möchte die Farbe vorher nochmal anstoßen, bevor jetzt hier direkt schon losgeht. Was machen wir eigentlich heute in dem langen Tag? Machen wir noch eine Quest oder so? Obwohl. Ah, ich will hier vor. Ey, weil hier vom Fleck kommen, da raucht schon wieder rum, ne? Naja, sofern du jetzt nicht hier gleich die Angriffshorde reinschmeißt. Das wäre streng genommen ziemlich doof, oder? Deswegen ja. Ich kenne deine... Ich glaube, es passiert. Ja. Ja, sie ist hier drin. Munition.
Und eine Schreierin ist unten. Gut. Schäden an der Bausubstanz halten sich in Grenzen. Perfekt. Wo ist die blöde Kuh? Da. Alles gut soweit, oder? Ja. Ja, grob. So, Farbe. So, eine Menge Farbe. Ich ziehe den Holzboden nochmal fertig. So. Aber wenn du schon mal da bist, kannst du deinen Schlafsack bitte einmal aufheben. Kann ich gleich machen. Oh, ich hab Hunger. John hat Hunger. Oh. Schon wieder eine. Die Krise. Nicht die Krise, ich hab die Krise. Ah. Der Unterschied zwischen 4 und 8, 4 und 2-fach ist ja fast nicht vorhanden. Was hab ich drin? Magazinerweiterung, Schalldämpfer. Auslassen. Und noch irgendwas. Lauf und Schalldämpfer kann ich nicht gleichzeitig setzen. Salbe lohnt sich nicht. So, jetzt haben wir den Holzboden schon mal fertig eingezogen. Die Werkstatt und das Lager, die kriegen vielleicht mal einen ganz anderen Boden. Und zwar etwas Metallisches. Hat es zwar auch gesagt, irgendwie große Steinfliesen, aber ich glaube, für so ein Lager, so industriell, wäre natürlich auch was Metallisches ganz geil. Ja, Stahlboden zum Beispiel. Oh, ich glaube, das ist auch nicht so. Nee. Stahlboden ist es nicht. Das fühlt sich falsch an. Hast du so einen, so einen grauen Boden, weißt du, so, wenn du so in der Werkstatt bist, so ein Teerboden? Die haben ja einfach mal fast die halbe Tür zerlegt. Das ist ja ärgerlich. Teerboden? Ja, warte mal, ich... Habe ich mit dem Pinsel die Sicht der Sachen einfach? Ja, oder? Kannst du einfach in die Hand nehmen und dann aussuchen. Gut. Guck dir mal, wobei beschädigter Beton ist ja das, was wir schon da haben. Ja, und das finde ich, sieht nicht so geil aus. Schwarzer Granit. Steinplatten. Ein Gipsboden? Schwarzer Granit.
Okay, der ist ein bisschen dunkel. Ist logisch an dem Wort schwarz. Ja, aber sieht nicht so geil aus. Unterschrankgranit, Metallverstärker. Das sind jetzt die Probleme, die unter der Zombie-Apokalypse plagen. Wie streiche ich den Boden? Wie dekoriere ich? My senses have picked up something. Oh, das geht ganz gut. Jo. Hey. Machen wir das. So. Dann kommt die Waffe mal zum Einsatz. Ich glaube, ich nehme den gleichen Boden auf das Lager, oder? Gehen wir fürs Lager Holz? Oh, ich glaube, Lager und Holz würde auch nicht schlecht aussehen. Du olle Kuh, komm doch einfach mal richtig rum um die Ecken und ja, du kümmerst dich okay, drum. Okay, sie hat geschrien und zwar vollständig. Okay, ich glaube, das Holz ist auch nicht das so wahre. Hätte ich jetzt gerne so was Dunkles echt gerne. Ja, den Teppich, zum Beispiel den Teppich, den wir jetzt schon genommen haben für unser Sofa. Der wäre jetzt eine Option. Also für normale Zombies ist das Scharfschützengewehr mit Schalldämpfer perfekt. Ich nehme erstmal den Boden, den wir auch in der Werkstatt genommen haben. Das ist schon in Ordnung. Grüne Zombies mit LMG oder Shotgun. Normale Zombies leise mit Scharfschützengewehr. Easy. Das gab ein Level up. Ich muss auch sagen, diese Standard-Holztextur fällt mir auch schon echt gut. Für die Wände. Du meinst jetzt, was du schon einmal einfach normal aufgewertet hast an außen? Ja. So können wir ja auch lassen. Sieht ja auch vernünftig aus. Ja gut, speziell vielleicht für die Werkstatt sollte ich das nicht nehmen. Passt nicht so gut, aber sonst. Und hier außen machen wir einfach das, was da schon ist. Wunderschön. Also ich hätte jetzt gesagt, wir machen einfach jetzt einen Vierer-Quest bei Bob oder so. Ja, wenn du das meinst, das passt halt ja alles gut, weil rein theoretisch folgentechnisch sind wir schon bei der Hälfte. Und ich muss mal kurz mein Inventar ausräumen. Das ist mir ganz wichtig. Obwohl, das dürfte gar nicht so kompliziert sein, fällt mir auch gerade wieder ein. Zack, zack. Ein Besen, zack. Zack. Glasscheiben. Baustoff und Erze, zack. Den Chrysanthemen am sinnvollsten hin. Einfach wieder unten in die Kiste. Oder, nee, komm, erstmal sonstiges. Ich will schon mal die Kiste zum Zumüllen hier haben, dann kann ich doch zumüllen. Ich bin gerade an der sonstiges Kiste. Ja, merke ich schon. So. Ja, wird immer besser hier. Dafür muss ich demnächst auch mal wieder kochen. Und zwar nicht nur ein bisschen.
Unsere Fertiggerichte gehen nämlich so langsam aus. Ja, unsere Werkzeugkiste ist auch bald voll. Aber wir gehen doch... Oh Gott, Shepherd's Pie, das... Oh Gott, ich habe gerade unnötig viel gegessen. Ist in Ordnung. Aber wir müssen auch eh zu Bob gehen und uns die Quest abholen, ne? Ja. Das heißt, es schadet ja nicht, wenn ich ein paar Werkzeuge mitnehme zum Verkaufen. Nö. Gut. Hier. Nein. Wieder muss ich zerlegen. Nicht die 3er, die 1er. So, ganz schön viel Scheiße, was wir jetzt hier haben. Ah ja, dann bringen wir jetzt gleich nochmal eine Ladung Werkzeuge. Händler rum. Dann müssen wir jetzt auch nicht unbedingt auf maximale Effizienz achten. So. Krieg ich nochmal großzügig was? Und wäre dann bereit, mit dir aufzubrechen. Habe es fertig. Sorry. Oh, alles gut. Davon mit. So. Gut. Deine ist voll. Ich bin reisefertig. Braves Tönchen. Willst du dann noch in der Messing-Dingens dann den Zement jetzt anstoßen, weil die Steine sind voll? Ja, dann, ja, ich komme hier hoch. Ist in Ordnung. Weil ich habe das Ding jetzt erstmal ausgemacht, weil muss ja nicht unnötig powern. Ja, ich komme wieder hoch und schmeiß es wieder an. Wenn die Steine voll sind. End. 3000 fertig. Ist in Ordnung. Benzin und so ist alles drin. Ah, ich weiß, was fehlt. Meine Werkzeugkästen waren weg. Können auch bei den Objektteilen bald mal aussortieren. So, ich würde mal sagen, Richtung YouTube, wir machen hier einmal einen Schnitt und ich hole euch gleich bei Bob wieder dazu. So, wir sind bei Bob angekommen und eine Bossabstimmung steht im Haus. Am Haus, wie auch immer. Das heißt, ihr geht gleich richtig Party hier ab. Bob rein oder außerhalb? Wir können ja beides machen. Wir können uns das Leben ja schön erleichtern. Aber ich dachte, ich verkaufe erstmal schon mal was. Hast du vielleicht Zucker hinter dem Angebot? Oh ja, ich brauche Geld. Brünchen! Brünchen? Für die Drohne hat heute einen schlechten Tag. So.
Ortsabstimmung, das heißt, es wird gleich ziemlich witzig werden. Laufen. Oh. Kein Ding. Nutzen. Oh, oh nein! Er ist die Spinne, also. After, we are not alone. Ist erledigt. Ganz schön viele Spinnen, ne? Ätzend. Der letzte, ne? Leute, die Infektion für mich. Also, das Einzige, was mich jetzt gerade nervt, ist eine Infektion. Aber der Rest ist in Ordnung. Wow, nett. Jo, nett. Was hast du? Was hast du so? Munition in verschiedenen Formen plus Silber, Gold und Diamanten. Silber, Gold, Diamanten kann nämlich anschließen und Jukes. Und 300 Schuss 44er Magnum und 69 Schuss 9mm Panzerbrechend. Oh. Ist irgendwas Sinnvolles im Angebot, Mr. Bob? Here is your reward. Nö. Dann. Abholen, säubern, beseitige Zombies. Säubern, abholen oder beseitige Zombies? Beseitige Zombies. Would you kindly help me with a Courthouse mit 01. Könnte eventuell dasselbe Gebäude nochmal sein. Aber mich juckt das nicht. Ich hab so viel gleiche Werkzeuge mitgenommen. Fertig, fällt mir gerade auf. Was ist? Ich hab einen 6er Stahlhelm aus der Missionsbelohnung gekriegt. Oh, schick. Wir gucken den mal an. Ist besser als was ich habe. Easy. You come back sometime. So. Zack. Ausgerüstet. Bäumchen. Ja, be careful out there. So. Peace be with you. Haben wir hier zufällig Lootkisten vor Bob stehen? Yo. Ja, haben wir. Da kann ich schon mal ein paar Sachen hier reinschmeißen, die Werkzeuge. Zum Beispiel, die ich jetzt unnötig viel mitgenommen habe. Ein Schlagschrauber, welche Stufe hast du? 3 oder? 4. Ah, 4 hast du schon, okay. Ablegen, das, was ich nicht brauche. Grünchen? Apropos Drohne, ich pack dir mal da kurz deine 44er Magnum-Munition rein. Wie viel bräuchte ich? Ich bräuchte ziemlich dringend sowas wie Honig. Ah, hier, ich schmeiß dir mal was raus. Vielen Dank für die Muni, an Gamer. Yay. Ich muss mal kurz gucken, ob Bob vielleicht nochmal einen Honig hat. Jo, also mach das. Bei dir? Geht nicht gut aus für mich. Naja, ist dann so. Ich könnte jetzt natürlich hier anfangen, die ganzen Bäume zu zerlegen. Aber nö. So, wir wollen eine Quest machen. 1,3 Kilometer. Ist sie überhaupt in den Wastelands? Nee, wir sind in der Wüste. Ah,
Alles ist 1,3 Kilometer entfernt gewesen. Warte. Nicht nochmal darüber. So, da wir jetzt schon wieder 1,3 Kilometer fahren müssen, sind wir heute mal richtig kreativ. Wir sehen uns vor Ort. So. Ein weiteres Mal sind wir kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Bis jetzt eigentlich relativ komplikationslos. Und dann schauen wir mal, wie gut das mit der Quest gleich läuft. Leute, das wird nix. Ja, okay, doch. Was war das jetzt? Was nicht passt, wird passend gemacht, ne? Genau. In der Missionsbeschreibung stand was mit Metz. Mal gucken. Oh Gott. Das Rathaus? Das Kapitol. Also echtes Rathaus. Ach du Scheiße. Ja, nice. Das Stadthalle. Ja, es ist das Rathaus. Aber der Eingang ist hinten, also ich würde eh auch noch. Master, we are not alone. Ich würde aber einen Screenshot gerne machen. Fahr ich schon mal mit dem Auto rum. Oh Gott, ist das NPD. Die NPD. Laufen wir mal rum. So, bin da. Ach, schön einparken, ne? Hoffentlich. Bin zwar regelkonform, weil ich jetzt auf dem Behindertenparkplatz stehe, aber wen juckt es? Ei. Das Gebäude kennen wir auf jeden Fall. Hier wird nicht illegal geparkt. Okay, Party. Haben wir hier Wanderhorde? Keine Ahnung. Fuck, ich kann mir die Batterie und die Spitzhacke, die ich gerade aus dem Dingens gezwackt habe, weg aus dem Auto und starten. Was wollen wir denn? Nur säubern. Geldautomat. Klopfer! Du tötest jetzt nicht Klopfer, oder doch? Nein, alles gut. Oh, das Haus, was ich überfahren hatte. Oh Gott. Das war hart. auf jeden Fall höre ich irgendwo was Hässliches. Ja, eine Spinne. My senses have picked up 970 something. Geld. Schön. Achso, altes Geld. So. Sollen wir hier durchs Fenster weiter? Wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Okay, das überlege ich mir zweimal den Auto und Martin aus. Ne? Oh, es gibt geschmiedetes Eisen natürlich. Nein. Ja, einmal hier durchs Fenster. Mal gucken, wann die Gastgeber sich zeigen. Shotgun Messiah Band 2. Band 1 zweimal. So, Gott. Ich hab Shotgun Messiah aber, glaube ich, fertig. Ich hab Shotgun Messiah auch fertig. Nee, ich hab's nicht. Mir fehlt Band 2. Mir fehlt Band 2 und 7. Ach nee, halbautomatische Waffen war fertig. Da hattest du mir das Band gebracht. Also hast du es auch nicht fertig. Einfach nee, nur Verwirrung hier gerade. Ist in Ordnung. Nee. Ich möchte Gegenüberstellung machen. Okay, bin da. I've got a bad feeling about this. Aber irgendwie. Ja, was?
Ich hab's ganz genau gesehen. Und die Nummer 4 war's. Und was ist mit Nummer 5? Der ist auch wunderschön. Nummer 5 ist gar nicht vorhanden. Aber Nummer 3. Nummer 3 existiert. Nummer 3 ist tödlich. Eine tödliche Drohne. Ah, so läuft das also. Ja. Nägels. Ich will jetzt mal wieder Moment für so ein Tanzbattle. Ich hab, glaube ich, irgendwas Großes geweckt. Das klang gerade so zumindest. Mach das Spiel doch mal wieder ein bisschen lauter. Ich hatte das ja leiser geregelt, als der Blutmund war. Ein Kopf im Polizeipräsidium. Was hat der denn hier zu suchen? So, verstehe ich auch nicht. Mann. Auch geil. Offene Türen, die wo drauf steht, verschlossen. Es ist einfach. Oh, ich habe einen Stuhl aufgesammelt. Weg damit. Die geschmiedete Stahl nehme ich. Danke. Verhörraum mit einer Leiche. Leiche ist weg. Incoming enemies, prepare for conflict. Das Gebäude an sich ist aber echt cool. Ich kann mir gerade vorstellen, hier kann man schon richtig gut eine Hordefalle reinbauen. Ich glaube, da wäre jetzt diese Schule mit der Sporthalle noch geiler. Oh Gott. Hätte man direkt eine Halle. Was sagst du? Willst du dann demnächst in der Sporthalle Tower Defense spielen? Ja, warum nicht? Ihn, Heslon! Heslon! Der Heslon ist tot. Es sind die hässlich. Mann. Aber hier sind die Wände natürlich schon relativ massiv gebaut, das muss man mal positiv hervorheben. Yay! Oh Gott, wieso bin ich schon wieder müde? Gar nicht. Ja, ja. Der hatte Mais in seiner Toilette. Das kann er behalten. I've got a bad feeling about this. Ja, klar. Brauchst du Hilfe? Nein, alles gut. Kannst du ein bisschen lächerlich, dass ich durch das volle Material geschlagen wurde. Ich springe genau über die Holzplatte. Nice. Ah, Chaoskrümel, danke. Danke. Ja, jetzt fühle ich mich gesundheitlich doch gleich wieder viel besser. Oh, mein Kratzer ist auch weg. Mein Inventar ist voll und ich habe hier noch ein Sandwich rumliegen. Munitionstasche, Waffenbeweisführung, hier Munition für dich. Wenn du nicht stapelbare Dinge hast, kannst du es mal in die Drohne packen. Mach ich gleich. Von hier kommen wir, okay. Ja. Dann solltest du kurz mit der Drohne stehen bleiben. Geil. Schockstab. Easy. Ist der ganze Rest bei der Hechtstapel war. Incoming enemies, prepare for conflict.
Stahlvorschlag haben wir Stück. Auf geht's! Kommen wir da nicht her? Gut. Oh, nee. Nur wieder Munition für dich, 9 mm. Ich pack nur mal 9 mm Munition in deine Tasche ein. In deinen Roboter. Also irgendwas will uns hier an den Kram. Aber was interessant ist drin? Ein 6er Stahlhelm. Wo haben wir da? Ja, aber der ist um 0,2 Punkte schlechter. Ich werde nichts sagen, aber ich glaube, da kommt die raus. Rein. Hallo! Ja, erstmal schön, ein Fenster mit Hallo, bam, zack, bam. Ich hätte ja auch das andere Wort sagen können. Ah, was, tschüss? Nee. Ich hab einen Kojoten umgebracht. Oh, Chaosbummel verlässt uns schon wieder. Aber mit einer guten Tat zum Abschied gewesen, das ist okay. Master, we are not alone. Oh, es ist ja nachts, kann das sein? Ja. Es ist 23 Uhr. Gleich. Ja. Ist ja ungünstig. Noch eine letzte gute Tat. Danke, danke auf jeden Fall. Hat mir jetzt hier auf jeden Fall wieder sehr geholfen. Auf jeden Fall hier schon wieder eine Menge los. Fällt gerade ein, dass du gesagt hast, dass du irgendwo 9mm Munition hingepackt hattest. Ja, in deine Drohne. Ach, in die Drohne, okay. Ich dachte jetzt, ich muss nochmal zurück und das suchen, aber so ist das in Ordnung. Nein, nein. Da habe ich schon produktiv nachgedacht. Ich weiß, ich war schon mal in diesem Gebäude, aber ich kann mich absolut Mann, nicht mehr daran erinnern, wie groß das ausfällt am Ende. Also meines Wissens war der Endloot. I've got a bad feeling about this. Oh, hi! Oh. Schade, schade. Kürbiskäsekuchen kannst du ja schon. Korrekt. Du kannst jetzt Rezept lernen. Das heißt, du kannst jetzt auch Kürbiskäsekuchen? Ja. Hier rechts in dem Eisenschreibtisch hier bei letzte mir. Letzte Scam-Folge war aber von gestern, ne? Hängst hinterher. Spaß. Hier im Schreibtisch ist noch ein Nähset. 3 Stück. Ich hatte vorhin die Folge für morgen aufgenommen bei Scum. Oh. Ging mal wieder richtig. Macht schon ein bisschen Bock. Aber egal. Ja, zerlegen, 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 zerlegen. Wäre so ein Scheiße, wenn es dir keinen Spaß machen würde. Ich hab hier so viel, ich muss gerade mal sehr viel zerlegen hier. Ich mach genug Vorwürfe. Jetzt entschuldigt sich Chaos Krümel auch noch. Ich bin ein Schwein. Oh.
Wo geht's weiter? Achso, hier rüber hüpfen, ne? Ah, du weißt, dass es nur Spaß war, oder? Was? Nee, das galt gerade Chat, nicht dir. Achso. Ja, natürlich, der Tommy wollte auch nur mit dir kuscheln, das war auch nur Spaß, also. Aber du musstest natürlich direkt den Schrot in seinen Schädel rammen. Gute Nacht. Dann wieder Shotgun Messiah Band 1, Ich hätte gern Band 2, wenn es geht. Ich hätte auch Band 2 gern zweimal, dann ist kein Problem. Dann gebe ich dir eins und du gehst. Incoming enemies, prepare for conflict. Okay, erst Schacht, danach. Schacht ist aber, glaube ich, nur Sackgasse. Ja, ja, Schacht ist Sackgasse. Deswegen habe ich gesagt, erst Schacht. Was war drin? Vergammeltes Sandwich. Nice. Also streng haben sogar was Brauchbares. Bin in der dritten Etage. So, sehr hoch, ja, okay, ich komme. Ja, hab einen schon herzlich begrüßt. Ist auch die letzte, sehr schön. Schrot im Gesicht. Nein. Oh, und? Ah, guck mal, ob du was noch gebrochen hast. Kein Shotgun Messiah Band 2 dabei. Schade. Oh. Kann ich beides nicht mitnehmen, nur zu. Schade. Ganz genau. Aber der gute Wille zählt. Egal, hier bist du. Meine! Hast du dich erschrocken? Was? Ob du dich erschrocken hast? Nee, sie war so grün. So. So. Ich höre einen Geier. Alle sehe ich ihn noch nicht. Oh! Ich sehe, hast du aber den Endbuch gefunden. Ja. Schade. Ich mach mich mal in die große Truhe, da können wir unsere Sachen noch dann übereinander stapeln. Ich hab jetzt einfach gerade sporadisch einfach die Kiste hier reingestopft, damit das Zeug nicht verschwindet. Band 5. So. Epischer Fund. Batteriebank kannst du bauen. Weiß ich gar nicht, aber ich müsste dann sie bauen können. Guck links in den Dingens. Dann siehst du, ob du es kannst. So, ich habe mein gesamtes Inventar da jetzt reingerost. Ich kann. Pack die auch mal da rein gleich. Ich hab meins einfach drauf gestapelt. Alles gut. Okay, dann geht's los. Sieht doch schon ganz freundlich aus. So. Ist jetzt nochmal draufgeschmissen oder? Ja, ja, ist jetzt alles drin. Wir müssen uns jetzt nur darum kümmern, dass wir diese Kiste mitkriegen. Ja, so, Richtung YouTube. Oh, Drohne, Schnauze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Plan für heute folgt noch. Wahrscheinlich aber wieder Quests und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.